Okay, hallo Leute, ich grüße euch. Heute ein interessantes Thema. Und zwar heute geht es um maskuline und feminine Rhythmen, um tiefe und hohe Töne. Also es geht darum, wenn du mit deinem Trommeln etwas bewirken willst, bei dir oder bei anderen, dann kannst du mit maskulinen und femininen Rhythmen sowie mit den tiefen und hohen Tönen bewusst umgehen. Und dazu wird das folgende Video handeln. Also feminine Rhythmen. Ja. Feminine Rhythmen sind all die Rhythmen, die regelmäßig sind. Feminine Rhythmen sind raumgebend. Sie sind gleichmäßig und wirken immer sammelnd. Ja. Zum Beispiel dieser Rhythmus, ein ganz einfacher Rhythmus, zum Beispiel der Herzrhythmus. Ja. Das ist ein femininer Rhythmus, gleichmäßig. Dieser Rhythmus gibt Raum. Ja. Wiederum bei den maskulinen Rhythmen ist es so, die bewegen sich im Raum. Und diese sind, die maskulinen Rhythmen sind eher erforschend und immer neu beginnend und ergründend und bewegen sich im Raum und sind abwechslungsreich. Ja. Zum Beispiel. Das war eine kurze Zusammenfassung von maskulinen Rhythmen. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Feminine Rhythmen geben Raum, sind gleichmäßig. Wo wiederum die maskulinen Rhythmen darin spielen können. Ja? Feminine Rhythmen, der Raum. Und die maskulinen bewegen sich in drinne. Es ist so, dass die maskulinen Rhythmen brauchen den femininen Raum. Ja. Ohne das wäre es unzumutbar zum Hören dieser Musik, weil sie die ganze Zeit blum, 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 hin und her, hin und her, hin und her. Ja, worum geht's denn jetzt hier? Ja? Es braucht den Raum, es braucht einen Raum. Es ist so ähnlich, stell dir das vor, es ist so ähnlich wie der Gebärraum oder der Gebärmutter. Ja. Das ist ein Raum, ja. Und die maskuline Energie bewegt sich drinnen und beides zusammen erzeugen etwas. Ja. Nur der feminine Raum wäre halt, wäre sehr eintönig halt, ja, die ganze Zeit. Also zum Beispiel, ich nehme mal einen anderen femininen Rhythmus, zum Beispiel die Wippe. Das ist ein paar Minuten okay, aber irgendwann wird es vielleicht langweilig. Ja. Da fehlt dann halt der Inhalt. Ne? Raum ist okay. Wunderbar. Ja. Also nochmal, feminine Rhythmen sind raumgebend, wirken sammelnd. Maskuline Rhythmen bewegen sich im Raum, sind neu erforschend, ja, unbeständig. Und nun zu den Bass und den hohen Tönen. Ja. Auch hier, wenn du etwas bewirken willst, dann die tiefen Töne sprechen immer mehr die körperliche Ebene an, den Körper und auch die unteren Chakren, ja, erstes, zweites, drittes, besonders, ja, tiefe Töne. Wiederum die hohen Töne, könnt ihr euch schon fast denken, geht dann mehr in die mentale Ebene oder in die Gedankenebene oder spirituelle Ebene, ja. Das will ich gar nicht so voneinander trennen. Einfach nur, dass ihr vielleicht ein Gefühl dafür bekommt. Tiefe Töne wirken mehr in dem Körper und hohe Töne mehr im Geist oder in mentale Ebene. Ja. Also wenn du Aufmerksamkeit willst, wirst du wohl kaum so machen. Ja. Dann nimmst du halt wie bei einer Party das Glas und machst einen hohen Ton, weil der wird gehört. Der erzeugt, diese Frequenz erreicht unsere Aufmerksamkeitsdingens hier da. Also wenn du was bewirken willst bei dir, ja, ist es so,
Wenn du anfängst zu trommeln und du willst bei dir oder bei anderen Vertrauen erzeugen, dann beginne einfach mit einem femininen Rhythmus, weil der erzeugt Vertrauen. Die maskulinen Rhythmen erzeugen kein Vertrauen. Nicht dieses Ankommen. Es wird euch wahrscheinlich schon einleuchten. Probier's mal aus. Ja. Du beginnst deine Jam, deine Session mit einem regelmäßigen Rhythmus. Womöglich auch mit einem ruhig gehenden Tempo. Und so kann sich der Körper, dein Körper und die Körper der anderen darauf einstellen. Das System kann sich darauf einstellen. Und dann kommen die Spielereien dazu, die ich jetzt nicht gleichzeitig machen kann, aber vielleicht singen. Da-dan, da-dan. Und wenn du dein Trommeln beendest, ja, ende auch mit einem femininen Rhythmus. So, dass du eine Einschwingzeit hast und eine Ausschwingzeit. Experimentiere mal damit rum. Ja, mit femininen und maskulinen Rhythmen. Ja, das ist es, was ich da für euch heute zu sagen habe. Ich freue mich über eure Kommentare und über den Austausch, wie ihr das erlebt. Ja. Gibt es noch was? Zum Beispiel, ein Beispiel für einen femininen Rhythmus ist zum Beispiel bei Trance-Reisen. Vielleicht haben einige von euch schon mal eine Trance-Reise gemacht. Und bei der Trance-Reise ist es so, dass die trommelnde Person nicht wildes Zeug durcheinander spielt. Hier. Weil dann die Trance-Reise machen, sich einfach überhaupt nicht loslassen können. Weil es gibt keine Beständigkeit. Aber wenn du eine Trance-Reise, ja, mit einem beständigen Beat, beständiges Klopfen oder Rasseln. Ja. Das ist ein femininer Rhythmus. Der läuft und läuft. Und du kannst dich wirklich darauf einlassen. Irgendwann hörst du ihn vielleicht gar nicht mehr in deiner Reise, in deiner Meditation. Aber er ist da. Er trägt dich die ganze Zeit durch. Ja. Ja, das kann man sich schon vorstellen, dass da eine maskuline Spielweise unangebracht ist. Ja. Da ist nichts mit. Nicht das einlassen ist da nicht möglich. Einfach nicht. Ja. Und vielleicht kennt ihr das auch aus Filmen, würde ich mal sagen, oder aus Musiken oder aus euren Träumen. Das ist vielleicht ein bisschen Stereotyp, ja, aber als Beispiel ganz okay, wenn gewisse indigene Musikanten, sag ich mal, oder Leute halt rasseln und trommeln, dann spielen die auf ihrer Trommel einen Rhythmus, ein Beat. Din, 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 din. Ja, also in der indianischen Kultur ist es verbreitet, kennt man inzwischen, ja, aber auch in anderen und auch mit der Rassel. Beständige Rhythmen, feminine Rhythmen. Und die maskulinen lockern auf und die bringen Leben rein, die bringen das Waha. Ja, und es ist sehr wichtig, dass beide zusammen sind. Beides, ja. Der Raum und dann das Wuh. Ja, das ist so ähnlich wie mit Soul and Spirit. Ja, die Seele hat eine feminine Energie und der Spirit eher maskuline Energie. Okay, das ist es von heute, von mir für euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin Ingo Gutmann. Habt noch einen wunderbaren Tag.